Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. Ich war kurz davor, PUBG zu sagen irgendwie. Mit Patrick. Willkommen bei PUBG. Grafik-Update kam raus. Ja. Jetzt ist die ganze Map auch aufgedeckt. Ah, nee, noch nicht ganz. Jetzt noch die. Aber wir haben das Wichtigste gemacht. Wir haben auch noch mehrere Story-Missionen hier. Story-Missionen, mehrere Prepper-Verstecke in der Region. Und halt noch super viele Aufgaben eigentlich hier zu tun. Aber Jacob ist erledigt. Und der Dude, dem haben wir ja Platten besorgt, ne? Cool. Diese Schätzchen gehen sofort auf Sendung. Wenn du noch mehr findest, kommen die auch auf die Playlist. Boah, wer hätte gedacht? Sammeln mehr. Gut, hier geht's raus. Was? Hier ist ein Ausgang. Echt? Ja. Okay. Was? Da. Ja. Wurde endlich mal Zeit, dass dieses Dreckschwein Jacob kriegt, was er verdient. Hallo. Ich wünschte, du könntest gerade so. Wollen wir jetzt, guck mal, wir könnten zur Elk Jaw Lodge und dann die Prepper-Verstecke machen, die drei. Fürs Erste jedoch stehen wir ziemlich gut. Die da so schön nebeneinander sind. So, wie bitte? Wenn wir uns zur Elk Jaw Lodge teleportieren, dann können wir die drei Prepper-Verstecke machen. Drei? Achso, die drei in einer Reihe, ja. Ja. Wir können uns auch hier einfach ein Heli holen und die drei abfliegen, weil das eine ziemlich weit oben ist. Brillant. Natürlich, ist ja auch meine Idee gewesen. Oh, da kommt gerade ein Bär, Alter. Camembert. Ja, das war halt aber cheesy. Ein Camembert. Wow. Wow. Ich habe eigentlich nur drauf gewartet. Auf dieses Wow. Können wir noch ein schöner Kauf. Nehmen wir aber den. Bär, geh mir aus dem Weg. So. Markier mal. Also, wollen wir zuerst zum oberen oder zum unteren? Fahren wir zum obersten, ne? Alles klar. Da ist die Map ja auch noch nicht aufgedeckt, also da wird noch mal was anderes noch sein. Zumindest sieht es so unausgedeckt aus, weil da immer Schatten ist, glaube ich, weil da keine Lichtquelle herkommt. Huch. Aber er ist markiert. Wie emotionslos der Charakter einfach da sitzt, weißt du, ne? Das hört ihr gar nicht mehr auf. Sollen ja auch schon Täuschkörper sein. Ich meine, es hilft ja nicht, wenn du nur einen rausschießt. Hä? Ich dachte gerade, du wärst ein Adler überflogen, oder? Ein Adler überflogen? Ja, überfahren wär's ja nicht. Du musst ein bisschen weiter hochsteigen, nicht so weit nach vorne. Das Ding hat eine außergewöhnlich. Oh, das war ein Baum. Ja. Das war noch ein Baum. Hat eine außergewöhnlich gute Bremse. Ja, auch ein Flugzeug. Ein Helikopter. Die Bremsen relativ gut, glaube ich sogar. Hier schön vernünftig landen, bitte. Franks Hütte. Oh oh. Vernünftig landen! Der ist gerutscht! Mann, lass. Dieser verdammte Dieb war in meiner Hütte, hätte fast das Zeug aus meinem Versteck gefunden. Ich werde diesen Bastard jetzt aufspüren. In der Zwischenzeit kannst du mal sehen, was du mit dem Schloss machen kannst. Ich soll verdammt sein, wenn mir das nochmal passiert. So. Frank und sein Schlüssel. Verschlossen, Schlüssel benötigt. Gut, wir müssen irgendwas finden. Bist du sicher, dass du da lang musst? Nö. Weiter unten. Dann. Scheiß Flugzeug hier am Rumdüsen. Im Suchgebiet. Finde Frank und seinen Schlüssel. Mal. Ich glaube, auf einem dieser Hochsitze wird das sein, weil wir die ganze Riege dann wieder runterfahren könnten. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Ja, ich glaube, da oben. Weil den Rest kannst du über die Seilbahn fahren und hier hinten kommst du halt. Ja, ich denke mal hier. Wäre so das Logischste mittlerweile. Gefunden? Nee. Finde Frank und seinen Schlüssel. So müssen Frank, wir oder? Eine Person suchen. Samt Schlüssel. Stimmt, Frank.
Meine Munition. Cheeseburger kämpft gegen den anderen Bären. Hey! Ich wollte da hinten ran und er hier direkt auf die Seile rutsche. Cheeseburger kämpft gegen den anderen Bären. Ja. Oder noch nicht mal. Da ist aber so ein Questmarker da unten, den möchte ich gerade mal direkt anquatschen. Oh, ich habe Oregano. Hier lag Cannabis rum. Also Oregano. Yo, Questgeber. Hallo, red mit mir. Hab einen Typen mit lauter Zeug aus dem Ringzentrum gesehen, der von Jacobs Leuten verfolgt wurde. Ich hoffe, er ist entkommen. Wenn du in der Gegend bist, sieh mal nach, ob er nicht verletzt ist oder so. Mein Dave Fowler. Ganz ruhig, Alter. Ruhig jetzt. Was hast du denn da oben markiert? Nix, ich wollte den Marker wegmachen, weil er den neu gesetzt hat, so sehen. Also irgendwie müssen wir Frank finden. Auch einmal so dunkel gerade. Wow, das war ein Adler. Dieser verdammt lieb war in meiner Hütte, hätte fast das Zeug aus meinem Steck. Ich werde diesen Boss jetzt ausspielen. Dazwischen kannst du mal sehen, was du mit dem Schloss machen kannst. Ich soll verdammt sein, wenn mir das noch einmal passiert. Hardcastle. Also irgendwie müssen wir. Also ich glaube echt, dass wir den Spuren folgen müssen von den Drahtseilen. Das erscheint für mich das Sinnvollste. Vielleicht müssen wir hier den Sachen folgen. Vielleicht müssen wir auch einfach in die Höhle hier rein. Ja, hier ist überall Dreck, was rumliegt. Ich glaube, wir müssen dem Müll folgen, der hier rumliegt. Ja, vielleicht müssen wir auch einfach in die Höhle rein. Ja, du bist dem Dreck gefolgt. Und dann könntest du jetzt die ganze Zeit zurückrutschen, glaube ich. Nein, ich war nicht auf diesem Turm oben. Ja, da hättest du dann jetzt aber zurückrutschen können, easy. Ja, sorry, du Model. Musst du nicht, Nightwing, kannst du nichts dafür, dass du retarded bist. Viel Money, Alter. Was sonst noch irgendwas hier drin? Außer Munition und Stuff? I don't know. So, Vorteile. 6 Punkte habe ich wieder. Was will ich eigentlich als nächstes holen? Ich glaube, ich hole mir jetzt mal den Gesundheitsboost. So. Das heißt, unser nächstes Ziel ist das nächste Prepper-Versteck da unten, ne? Jetzt haben wir diese Karte wenigstens ein Stück weit aufgedeckt hier vom Schatten her. Wir könnten auch das Flugzeug nehmen, was es hier gibt. Hier steht irgendwo ein Flugzeug hier oben. Oh, das ist abgestürzt. Da kommen wir nicht hin. Oh doch. Ich möchte gerne auf den Fahrersitz. Kannst du den Heli starten? Ja. Und damit zu. Als ob. Ach Quatsch. Quatsch nicht. Was? Easy. Weltbester Pilot, Alter, was Flugzeuge angeht. Alter, schießt du auf mich? Nein. Hab ich dich getroffen? Ja! Bist du tot? Nein, aber du hast mein Flugzeug zerlegt. Nice. Alter. Warum werde ich von der scheiß Rakete getroffen? Wow. Ich wollte den Wings hier benutzen. Schon wieder? Aber er hat's nicht gemacht und ist einmal den Berg runtergesprungen. Komm, lassen wir dich mal Heli fliegen, ja? Juhu. Abfahrt. Wir wissen immer noch nicht, wo es hier Stör gibt, ne? Was für ein Ding? Achso, Fisch, Stör. Den Stör, ja. Und den anderen Bumskopffisch da.
Barsch oder sowas, ne? Haben wir immer noch nicht gehört. Warum ist es jetzt eigentlich Nacht? Das ist zum ersten Mal Nacht, oder? Nein, es ist nicht. Was? Wir hatten schon mal Nacht. Achso, ich dachte schon. Hä, ich darf jetzt gerade sagen, es ist nicht nachts. Oh! Was denn? Ich vergesse immer, dass man beim Fallschirm gedrückt halten muss. Ich habe nur kurz gedrückt und dann ging er nicht auf. Ich sollte nicht als letzter aus dem Helikopter springen. Denn? Das Problem... Er ist auf dich draufgestürzt? Ja, die Rotoren. Und die tun weh, sagst du, ja? Instant tot auf jeden Fall. Wir fliegen wieder. What the fuck? Wo sind wir denn jetzt? Hä? Oh! Mein Gott, das ist unten! Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wo wir. Wo machen wir gerade einen Senkrechtstart? Was machen wir? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Flugzeug! Ja! Ach so, ich dachte, was ist. Ich habe nicht gerafft, was. Ich habe nicht gerafft, dass wir in einem Flugzeug sind, sorry. Ich dachte, wir sind in einem Helikopter! Da ist die Steuerung halt komplett anders. Ah, ziehst du erstmal schön nach unten. Was soll ich machen, Alter? Ich habe nicht gedacht, dass wir in einem Flugzeug sind. Ich dachte, hä, meine Kamera ist komisch. Ich sehe den Rotor oben. Und hab dann halt erstmal bewegt. Da ist ein Berg weggesprintet. Oh, das ist ein Gegner. Ich habe eine Plattenkiste gefunden. Sorry, ich hab dich ausgesperrt, aber ich konnte nicht warten. Ich habe außerhalb der Hütte Geräusche gehört und musste ihnen nachgehen. Folge einfach dem Weg nach Norden, wenn du deine Ausrüstung brauchst. Ich bin am alten Aussichtsturm. Ich habe das Gefühl, dass unsere Jagd bald vorbei ist und wir endlich Beweise für die Existenz von Sasquatch finden. Stell schon mal die Drinks kalt. Nach Norden, der Straße folgen. Am Ausguck. Hier ist auch einfach ein Bär weggesprintet gerade. Ja. In die Richtung. Da oben. Da ist der Bär, oder? Da ist der Bär! Hier wieder, weißt du? Schön wieder hinter einer Ecke. Okay, schön wieder hinter einer Ecke. So wie bei dem Puma vorhin. So wie der Puma hier! Das sieht nach einem Absturz aus, hier ist Blut. Guck mal, jetzt ist schön Sonnenaufgang. Es war sehr schnell hell geworden. Ja, hier ist Blut, ja, es ist irgendwie sehr schnell. Wartest du auf mich? Hier ist Blut. Hier ist Blut. Wait for me. Hier ist Blut. Ja, Blut. Das habe ich schon beim ersten Mal gehört. Ja, aber hier ist immer noch Blut. Kannst du trotzdem. Warum ist ein Questgeber? Da würde ich schnell hinsprinten. Der zeigt ja wieder irgendein Gebiet in der Umgebung, deswegen springe ich da kurz hin zu dem. Ewig da links hingehe. Oh, hier kann man hochklettern, nice. Hallo. Hallo, das ist unser Bär. Oh Leute, das ist noch ein anderer Bär. Ich habe das Gefühl, dass Cheeseburger Bären gar nicht angreift. Ich glaube, Cheeseburger greift Bären gar nicht an, sondern der, Hallo. Der Konflikt ist vorbei, reden wir. Ich habe bei Larry so merkwürdige Lichter gesehen. Vielleicht ist es nur eine Überspannung im Netz, aber ich fürchte, er führt wieder seine komischen Experimente durch. Wir sollten nach ihm sehen. Steck das Ding wieder weg. Sieht dein Ernst? Ich hab nur meinen Bogen geschossen. Ja. Kurz bevor sie fertig war mit reden, hast du sie unterbrochen damit. Wir sollten nach ihm sehen. So, Larry Parker. So, jetzt können wir da unten hin. Hier ist Blut, 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 Blut. Was ist das denn hier? Hier müssen wir auch nochmal später hoch. Ich kann es nicht glauben, ich habe es gehört. Ein unverkennbarer Sasquatch-Ruf. Ich bin sicher, dass er aus seiner Höhle bei den Klippen kam. Ich habe so ein Gefühl, dass er heute der Tag ist, an dem ich... Okay. Auf, wir müssen da eh hoch, Patrick. Habe ich gerade gemerkt. Weil da auch das Blut hinführt. Hätte nicht gedacht, dass es noch Leute mit so viel Schneid gibt. Echte Helden eben. Hepp. Hoch und... Hepp. Hier. Ah, ups. Hier liegt doch ganz schön viel Zeug rum. Ja.
Nice. So, du bist schon wieder super weit voraus, oder? Nee, nee, ich hab hier gewartet. Ich bin genau über dir jetzt gerade. Das ist nett. Guck mal, Cheeseburger. Der steht einfach nur sinnlos rum. Ja. Tollen Bär hast du da. Das ist cool. Aber jetzt wird's interessant. Ich kann das nicht benutzen, wenn du da dran hängst. Oder? Das war knapp. Oh, ich hab den Sprung. Oh. Was denn hier? Ein Elch, eine Elchkuh. Hier liegt ein Toter. Schlüssel. Das ist der Schlüssel zur Hütte. Aha, ein Wolf also. Und hier liegt noch ein Skelett. Aber war ein fleißiger Wolf. So. Vor allem konnte der auch ganz schön gut klettern dann. Das ist bestimmt hier so ein... Da unten müssen wir hin. Vorsicht, Wingsuit, ja? Natürlich, easy. Kann auch mit dem Gerät umgehen. Och, das war ein Gegner auch noch. Und den Wolf gesehen. Angel, Königslachs habe ich gerade irgendwie. Ach, hier ist Geld. Irgendwie war hier so ein Angeln-Ding. Oh, Leute, hier ist ein. Oh, echt Money. Ja, nice. Das ist aber jetzt noch nicht das Letzte, was wir angeln wollten, oder? Nein, eins war es noch. Eins war es noch, und zwar da unten. Aber da können wir ja Schnellreise machen zum Clucket Bay und mit dem Boot rüberfahren, ne? Clucket Bay? Ja, halt da unten, ah, ja, an, da unten zum Anleger. Ja. Machen wir doch. Du hast ja auch bestimmt diese ganze Zeit diesen Ladescreen, wo der Wolf da steht, im Wald, ja, und genau. Der Fluss da. Hoffentlich ist es in einem anderen Gebiet ein anderer Ladescreen. Ja, stimmt irgendwie. Bestimmt irgendwie. Kann ich mir vorstellen, dass das so ist, ja. So. Teddy ist auch wieder am Stissel. Flugzeuge sind nämlich stressig. Ja, ich gehe hier gleich nochmal Plunder verkaufen. Gut, also ich dachte, hier wird wenigstens ein Boot rumstehen, so, aber... Wir wollen wohl eins holen. Mikrofon muted. Hab eins gekauft. Da, der Bär. Der ist auch dabei. Mikrofon activated. So, ja, fahr mal los. Das hier war ein Fisch. Fische. Frage ist halt, was für Fische, weil hier keine Fische angezeigt werden. Vielleicht müssten wir hier mal angeln und gucken, ob wir hier einen Störer kriegen. So. Das Prepper-Versteck. Ups, jetzt habe ich... Nein, ich wollte nicht das Paddel nehmen. Lesen. Name des Antragstellers: Thompson Salvage and Recovery. Ort Silver Lake, Montana. Beschreibung: Kleine Cessna liegt unter Wasser. The Spirit ist mit ihrem Piloten Fred Tanner am 8. März abgestürzt. Aus den Trümmern wurde eine Alukiste geborgen, aber der Zugschiff wurde noch nicht gefunden. Heißt, ab ins Wasser. Ich würde der Linie, die hier ist, folgen und den Fackeln. Ich glaube, dann kommen wir gut ran. Ist so langsam, ey. Dabei habe ich schon das Schnellschwert. Oh, guck mal, hier sind Kisten, die kann man öffnen. Senf.
im Suchgebiet. Also hier müsste es irgendwo sein. Ich würde den Markierungen. Müssen wir die Fackeln ab? Ja, immer ab. Mann. Ich habe ja extra, dass ich länger Luft anhalten kann und sowas, ne? Aber ich glaube, ich verliere gerade die Luft. Man hat ja doch keine Anzeige, wie lange man noch unter Wasser bleiben kann, ne? Ich habe den Schlüssel gefunden. Gut, dann können wir zur Alukiste zu. Wo bist denn du? Bei der Alukiste. Ach, du bist schon da hinten? Bin ich. Schade. Kannst du mich etwa treffen? Nein. Ich will den da treffen. Ich hab getroffen. Da kommt gerade ein Fischer in meine Richtung, meine Leine. Na, komm nur weiter her. Ich bin gerade was geblubbert. Du willst auch in meine Leine. Ja, stimmt, wieder weg. Das ist eine Frechheit. Dann hole ich mal ganz ein. So, auswerfen. Da ist ein Fisch in der Nähe von deiner Leine. Hier vorne direkt. Ach, du hast schon einen geangelt. Ein Rotlachs. Ein Rotlachs, aber ich will ja. Also ein kleines Fischchen. Ah ja, ein Rotlachs, ja. Gut, ich dachte, wir können hier vielleicht wenigstens... Rotlachse. Jetzt habe ich ja noch einen Rotlachs. Na gut, müssen wir woanders angeln. Ja, hier ist Rotlachs scheinbar. So, was ist denn jetzt unser nächstes Ziel, Patrick? Tü. Irgendwo auch am Langford Lake. Da müsste ja auch irgendwo dann mal so noch so ein Punkt sein, weil das ja noch so dieser rote Dampf ist. Also da müsste ja noch so ein Außenposten sein, oder sehe ich das falsch? Und bei Cheddar Lake oben auch, da müsste ja auch noch... Obwohl zum Cheddar Lake würde ich wahrscheinlich eher da mal... Da hinten, da ist noch irgendwo Rauch. Halt im Norden, hier. Da würde ich gerne mal hin. Nee, das zählt ja schon gar nicht mehr zur Insel hier. Norden, Cheddar Lake. Na dann. Das heißt, ich würde eventuell zum Grand View Hotel gehen, oder zum Jacobs Waffenlager und von da. Mach mal. Über Jacobs Waffenlager, würde ich sagen. Fahren wir da hin. Und gucken mal, ob wir da noch einen Außenposten von der Sekte finden. Danke, dass du Far Cry 5 spielst, steht unten im Tipp. Besuche Far Cry Arcade über den Spielautomaten. So. Huch. Eine Waffe rausholen. Und hier ein Auto? Nee, oder? Gut, laufen wir weiter hin. Ist auch nicht so schlimm. Wenn nicht so weiter oben wäre ein Auto zur Not, aber das brauchen wir nicht unbedingt. Ganz cool, wenn man auf Cheeseburger reiten könnte. Wir nehmen das hier. Was du gerade zufälligerweise angehalten hast. Ich hab's beschlagnahmt. Ja, guck mal, da ist eine Story-Mission. Oh, hier, was wird hier für ein Fisch vorgeschlagen? Ne, ein Wingsuit, das ist ein Wingsuit. Basejump. Guck mal, hier wird eine Story-Mission vorgeschlagen. Gemacht hast. Oh, hallo. Als Nachbar habe ich Sip immer gehasst. Wenn er gerade nichts verbrannt hat, hat er was in die Luft gejagt. Aber jetzt, da die Sekt... Nein. Mann, jetzt hat er aufgehört zu reden. Verpiss dich doch mal, Patrick. Als Nachbar habe ich Sip immer gehasst. Wenn er gerade nichts verbrannt hat, hat er was in die Luft gejagt. Aber jetzt, da die Sekte da ist, ist der Typ pures Gold wert. Sip-Gucker, aha. So, ich wollte jetzt hier erstmal am Teich selber entlang gehen. Steigt hier irgendwo Rauch auf?
Das ist ja hier schon, ne? Ja. Weil, hier wäre ein Wasserflugzeug, da könnten wir das Ganze aus der Luft sehen. Da ist noch eine Quest, die würde ich eben kurz annehmen wollen. Wie die Leute hier lang rasen. Guck mal, der Questgeber war fast überfahren worden. Hallo, ich würde gerne reden. Ich habe gehört, dass sich Boomer bei der Kürbisfarm die Seele aus dem Leib bellt. Da stimmt irgendwas ganz und gar nicht. Du hast einen Ort Boomer, okay. Alles, so viele Hauptcharaktere noch. Ach, da unten, lol, okay. Ja, so, Chatterlake, hier irgendwo. Ich würde fast schon das eine Wasserflugzeug nehmen, was hier rumstand. Ja. Um so ein bisschen mal aus der Luft zu schauen. Ah, da hinten ist das erst. Uff. Ich gehe hier kurz zum Waffenladen. Ja, okay. Ja, Angel, hier steht noch ein Jetski. Ihr könnt mal rüberfahren. Ja, habe ich auch gesehen. Rotlachs gibt's hier auch nur. Ja, den haben wir ja schon geangelt. Der ist ja nicht. Der ist auch nicht, ja. Können wir eben das Flugzeug? Ja, geh zurück. Ich will dich doch jetzt auch. Muss dann wieder runter zum Wasser? Mhm. Okay. Boah, wie er paddelt. So, jetzt müssen wir irgendwie gucken, ob wir hier irgendwo raufziehen. Erstmal ein bisschen höher steigen. Da ist noch ein Prepper versteckt. Ja, da oben, okay. Siehst du irgendwo rauf? Und da ist arktische Esche. Warte, ich brauche Klammer. Wird die mit dem aufgedeckt, wenn wir hier lang fliegen? Müsste sein, also hier müsste halt irgendwo noch ein Versteck sein. Halt. Ich sehe keinen Rauch mehr. Guck auch kurz auf die Map, auch wenn ich fliege. Ja, stimmt. Obwohl doch, ich sehe noch Rauch hier. Wir fliegen einfach mal nach da oben zum Körperversteck. Lande direkt ganz oben bei der arktischen Esche. Dann haben wir das auch aufgedeckt, das Stückchen. Mhm. Wie in dem Wasserfall, ja. Genau. Arktische Esche ist schwer, ich weiß nicht, was das bringen soll. Ich verabschiede mich kurz von dir. Da ist ein Flugzeug abgestürzt gewesen. Ja, das würde ich mir angucken. Das sah erst aus wie ein Kanu beim ersten Überflug. Aber... Oh, mein Fallschirm ist nicht mehr aufgegangen. Gut. Bist du auch gestorben? Ja. Schon gewundert, warum ich direkt down war. So, wo sind wir? Ah, ich bin hier beim Prep. Oh, perfekt. Praktisch. Relay hat mich damit beauftragt, einen Weg zu finden, der Außenwelt von uns zu erzählen. Die Sekte kontrolliert alle Kommunikationswege, ganz zu schweigen von den Brücken, die rein und raus führt. Unsere einzige Chance ist es, rauszufliegen, bevor sie auch noch die Luft füllen können. Ich habe meine Ausrüstung bei mir. Ich werde heute Schutz in Nacht bauen. Da oben müssen wir hin. Wo das Flugzeug abgestürzt ist, Patrick, wo wir gerade eben waren. Ja. Da müssen wir hin. Kriegen wir hin. Ja. Da waren wir auch quasi gerade. Er ist jetzt so irgendwie. Oh Leute, konnte hier schon den Kletterhaken aktivieren gerade. Nice. Was stand da? Kommt von hier schon den Kletterhaken. Von da schon? Ja. Ich finde es halt irgendwie so ein bisschen schade irgendwie, dass ich nicht weiß, was ich sagen wollte. Ja, dass ich nicht weiß, wo diesen scheiß Stör gibt, Alter.
Hier geht's wieder runter, das kann doch nicht der richtige Weg sein. Nee, also schon. Ach, da geht's weiter. Ne, das, wir haben jetzt so viel. Vielleicht sind die in einem anderen Gebiet oder sowas, vielleicht kriegst du da Stören Rotlachs oder so ein Scheiß. Maybe? Also nicht Rotlachs, aber vielleicht kriegst du da halt Stör. Barsch. Und Barsch, genau. Da müssen wir auch jeweils nur einen finden, ne? Das ist irgendwie so wahrscheinlich. Keine Ahnung. Was heißt wenn man die Mission, wenn man die Storyline halt hat, dann kriegt man so eine Premium-Angel oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Muss man hier hoch? Nein, muss irgendwo rüber. Aber wo müssen wir rüber? Ah, da hinten, okay. Ich weiß wo. Du bremst mich, ne? Du musst wieder rauf. Hey. Hier ist wieder irgendwas, was uns entdeckt hat. Ach hier. Tja. Lol, ein Cheeseburger ist hier oben. Hä? Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Hast du irgendwie den Weg gefunden? Oh. Was geht jetzt ab? Ich bin über die Brücke gerade. Muss man über die Brücke? Weiß ich nicht. Ich glaube ja. Ist dein Weg falsch, oder? Ja, ich denke schon. Ah, okay. Über die Brücke und dann oben lang, ja na klar. Müssen wir, glaube ich, echt. Ja, hier diesen Stangen mit rotem Ding voll. Hier sind Kletterhaken. Ja. Puma? Aua. Die halten aber auch viel aus, ne? Ja. Boah, der hat mich Cheeseburger erschreckt, Alter. Und jetzt einfach in eins. Hui. Easy. So. Der braucht Kletterhaken. Ich bin auf dir gelandet. Wir hätten auch eigentlich mit dem Wingsuit hier rüber gekonnt haben. Falsche. Hätte haben können, werden gekonnt haben. Ja. Ja, genau. Weiß nicht, ob ich hier den richtigen Weg lang gegangen bin. Warum bist du, wo bist denn du jetzt schon wieder hin? Das sah wie aus wie der richtige Weg. War es aber nicht. Wir haben keinen Schlüssel hierfür, ne? Finde den Schlüssel zur Kiste. Ja, den... Gucken wir doch mal, ob wir den hier finden. Stinkt hier! Alter, du gisst mich wieder voll. Ich werd nicht mehr. Legst du den Kasten auf? Ja. Aber das macht nichts, ne? Außer diesen Stinke-Effekt. Bär! Oh mein Gott, ne? Der kam einfach gerade aus dem Himmel gefallen. Gott. Das ist Cheeseburger. Den sollst du doch mittlerweile kennen. Das zieht halt gut Leben ab, das Zeug. Ich stinke immer noch. Warum benutze ich jetzt so ein Scheißding? Ich will nicht mehr stinken, was soll das? Ich stinke immer noch. Echt? Ja. Bei mir ist das schon lange weg. Nee, bei mir nicht. Zieht dir das immer noch Leben ab? Jetzt geht's. Oh, jetzt bist du... Oh. Ich guck mal eben in die Vorteile. 11 Punkte habe ich, ei. Wie viel hab ich? 21! Jo, schalte Möglichkeit frei, nach einer Schnellreise über dem Ziel abzuspringen, okay. Aber was bringt mir das? Naja, dann können wir die Umgebung besser erreichen, schneller mit Fallschirm und Wingsuit. Ah. Würde ich meinen. Kann sein, ja. Gehe, sprinte und lande leise. Erleidige Gewinnerschaden durch Stürze. Das klingt gut. Gut, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüss. Und Wiedersehen.